er ist nicht mehr auf dieser Welt. Mehr als 20 Jahre angeblich ist er gestorben, der Falco. Und ich sage und ich hoffe, er hat diesen Unfall nur inszeniert. Und er sammelt Kräfte. Er kommt zurück als Schlagerstar. Warum? Er ist draufgekommen, das rennt. Das rennt, das mögen die Leute. Da gibt es Menschen, die haben nicht einmal halb so viel Talent und Charisma wie er und sind Millionäre. Er kommt zurück und wir singen ein Lied von Rocco Granata. Kennen Sie sich erinnern? Rocco Granata. Marina, Marina, Marina. Ich kann ja kein Italienisch, deswegen habe ich das gegoogelt. Und das heißt übrigens Hafen, Hafen, Hafen. Ich komme vor, als wäre ich dumm, er führt auf Faden für das Lied. Denn es so funken, es so schwingen, es so rhythmisch sein. Schlagers, what we need. Es macht die Haske wieder kalt und du verstehst dann gleich. Die Musik ist bei deinem Körper, nicht für den Kopf. Ich warte auf Worte, die mit Kraft und Takt der Geschichte erzählen. Ja, ja, ich block die Gelegenheit beim Schopf. Ah, bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine, zauberhafte Ballerina. Wärst du meine süße Karamia, aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Sing das Kinderlied, jetzt! Bravo! Doch eines Tages, da traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und ich frage, Liebe, bist du mit mir auf dem Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, sagte sie geschossen. Und das hieß wahrscheinlich ja. Singt! Jetzt! Bravo! Marina, Marina, dein Schick und dein Charme, der gefällt dir sehr dran. Marina, 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 Baby, du bist die Schönste der Welt. Also und ein armes Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, du und ich, komm, lass mich nicht alleine. Oh no, 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 no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm, lass mich nicht alleine. Oh no,